Hallo meine Damen und Herren und herzlich willkommen zurück zu Let's Play WWE 13 im Universe-Modus. Lassen wir noch einmal die letzte Raw is War-Ausgabe Revue passieren. Fast wortlich eingefallen. Super Anfang fürs Video. Egal, lassen wir so drin. So, Epico gegen Sin Cara. Da hat Epico sich mal schön durchgesetzt, hat gezeigt, jawohl, ich bin der wahre United States Champion. Dann Zack Ryder gegen den British Bulldog. Beziehungsweise Zack Ryder gegen den British Bulldog gewonnen. Road Dogg gegen Wade Barrett. The Rock hat gegen Mankind gewonnen. Das Match habe ja ich gespielt für The Rock. Habe auch gewonnen. Jiha! Mal wieder ein Match gewonnen. Habe ich nicht zuletzt. Das letzte Match, das ich gemacht habe, gespielt habe, habe ich glaube ich verloren. Weiß ich gar nicht mehr. Und Xadas hat ebenfalls gewonnen in einem Triple Threat Match. So. Achso, nee, Quatsch. Ich muss ja hier weiter. So, Moment. Jetzt muss das Spiel wieder laden. Sorry. So, jetzt weiter. Jawohl, wir gehen zu ECW. Ja, so ist war das geplant, wie das jetzt hier steht. Ich habe zum ersten Mal gelesen, was da steht. Oh, der British Bulldog hat wieder ein Match. Ah, diesmal ist es ja eigentlich kein Underdog. Bei Epico denkt man das ja so, aber United States Champion, ne? Eigentlich ist es kein wirklicher Underdog. Jeff Hardy und Brodus Clay gegen Big Show und Cody Rhodes. Was ist das denn für eine komische Zusammensetzung hier? Big Show ja zuletzt, was heißt zuletzt, ist schon ein bisschen her, aber war 2012 noch eine Fehde mit Cody Rhodes gehabt und jetzt kämpft er zusammen mit dem hier, Wahnsinn. Ja, Jeff Hardy, Brodus Clay, die haben nichts so miteinander zu tun, wird wahrscheinlich so eine Einmalgeschichte sein. Wo Booker T dann am Anfang reinkommt, wait a minute, und dann sagt, hier, bla bla bla, die kämpfen gegeneinander. Aber das sind ja immer dann die Main Events. Farouk gegen Primo. Ja, ich glaube, der Primo hat da schlechte Karten, aber wenn wir sehen, Kofi Kingston gegen Brock Lesnar. Hoho, leck fett. Brock Lesnar ist doch immer wieder für ein gutes Match da. Kofi Kingston wird ja momentan relativ schwach dargestellt in der WWE. Nach seinem Intercontinental Championship Run. Wann war er? Ne, 2013 war er, glaube ich. Ach, ist ja auch egal. Aber nicht mehr so stark. Und Brock Lesnar, der ist ja allgemein scheinbar ziemlich schwach. Also ist ja scheinbar nicht mehr so fit. Der gute Brock Lesnar, also jetzt in echt, nicht in der WWE-Geschichte, Story, keine Ahnung. Oh, Mark Henry gegen Stone Cold Steve Austin ist heute unser Main Event. Dann schauen wir doch mal. British Bulldog, ich tippe, doch, komm, jetzt. Der Bulldog gewinnt. Ach, scheiße, das gibt's doch nicht. Immer dieser Bulldog, der muss auch jedes Spiel verlieren. Spiel, Match. Naja, Epico setzt sich durch. Gut. Epico, damit seitdem er United... Oh, der setzt sich hier stark durch, so. So stark habe ich den eigentlich nicht eingeschätzt, aber United States Champion geworden und dann auch immer gut gewonnen. So, hier ist schwer. Ja, Jeff Hardy ist stärker als Cody Rhodes, Big Show stärker als Brodus Clay. Ja, ich tippe mal hier auf Big Rhodes. Haha, sehr schön. Richtig getippt, auch wenn mir das andere lieber gewesen wäre, aber gut. Kann man nichts ändern. Farouk wird hier wohl gewinnen. Das gibt's ja nicht. Jetzt Farouk auch noch so jemand, der gegen No Names verliert hier. Primo gewinnt gegen Farouk. Wahnsinn. Die Attitude Error macht ganz schön schlapp hier gegen den Neuen. Die alten Säcke haben nichts mehr drauf, du. So, Kofi Kingston. Oh, gegen Brock Lesnar. Ich glaube, da ist doch... Ah, obwohl. Rey Mysterio hat ja auch zuletzt da, beziehungsweise das heißt zuletzt, doch vor zwei Parts, oder? Gegen Brock Lesnar gewonnen. Oh, Kofi Kingston auch. Also Lesnar, der loost schwer ab. Naja, gut. Gut. Auf geht's, ab geht's. Rein ins Match. Mark Henry vs. Stone Cold Steve Austin. Und ich werde diesmal hier wieder ein Spiel wie beim letzten Mal. Und natürlich Stone Cold Steve Austin. Hier werde ich nicht simulieren lassen. Hätte meiner Meinung nach keinen Sinn. Da großartig, da wird keine Fehde draus entstehen. Zumindest ist das nicht vorauszusehen oder was. Wäre auch jetzt nicht um... Ich finde Mark Henry jetzt nicht so cool... Ist ganz, ja, okay, jetzt war er da ganz cool, muss ich schon sagen. So vor Elimination Chamber, als er da zurückkam und jeden Blatt gemacht hat. Ich hoffe jetzt auch, dass er wirklich diese Fehde mit dem Great Khali bekommt. Weil der Great Khali, der wohl die ganze Zeit, wo er tanzt und Tag Team mit Hornswoggle, ist ja total lächerlich. Als der Great Khali damals kam in die WWE und alle Blatt gemacht hat. Den Undertaker Blatt gemacht hat, Batista Blatt gemacht hat. Und jetzt ist er so ein Weichei und macht sich immer lächerlich. So muss ich immer lächerlich machen. Ist an für sich eben einfach lächerlich. Das kann man nicht anders sagen. Ja, den kennen wir.
Texas Rattlesnake. I'm ready for this. Oh, what the fuck? What's going on here? What a sneaky attack. Shawn Michaels schon wieder. WTF? Ich spiele, nichtdestotrotz spiele ich Stone Cold Steve Austin. Shawn Michaels schon wieder, der ist der, dieser verdammte Heel. Gibt's gar nicht, dass er, der war ja bei der WWE, der war ja größte Zeit wirklich Face. Zumindest zum Schluss, da wo ich geguckt habe, ob das früher genauso war, weiß ich nicht. Der ist ja schon ewig dabei. Der ist ja länger in der WWE, als ich alt bin, aber... Hör, Signature? Was laberst du? Wie, Signature? Wo, was stand da? Signature in der Luft? Hat ein Zuschauer das oder was? Oder hat der, nee, der Michaels ist nicht mehr da. Und hier in unserem Universe ist der Michaels totaler Heel. Immer die Heel-Matches, greift immer vorher ein, irgendwelche Leute an und hatte ja auch schon mal so ein halbes Tag-Team mit Mark Henry. Sie war's denn, der ist nicht so leicht. Ja, oh, scheiße. Da hab ich nicht aufgepasst. So. Naja, Shawn Michaels, dann sehen wir mal. Bin ich mal gespannt, ob der irgendwie vielleicht jetzt wirklich ein Tag-Team anfängt mit Mark Henry. Damals war es ja nicht so dazu ausgesehen, aber das war dann nur für irgendwie 3-4 Matches. Oder ob Shawn Michaels etwas gegen Stone Cold Steve Austin hat. Und wir dann beim nächsten Mal, weiß nicht, bei Rose War oder beim nächsten ECW dann hier sehen Steve Austin gegen Michaels. Das wäre dann so die, dann wären die beiden so die Nachfolger vom Undertaker und Kane. Weil Undertaker und Kane mit ihrer Fehde grundsätzlich hatten die ja das Main Event bei ECW und bei SmackDown. Vielleicht machen Steve Austin und Michaels ihnen das jetzt nach. Potenzial hätten sie zumindest. So, Mark Henry hat hier vor allem das Potenzial zu gewinnen. Ich lose hier ganz schön ab. Komm ich mal kurz zurück zu Great Khali und Mark Henry. Ja, wäre wirklich super, wenn der Great Khali dann nochmal das alles Down-Mach-Mensch zurückbekommt. Glaubt zwar nicht so wirklich dran, auch weil Mark Henry ihn jetzt immer platt gemacht hat. Wow, what the fuck? Alter. Erste Mal gesehen, dass jemand versucht, mit Mark Henry eine Powerbomb zu machen. Und erste Mal gesehen, dass Mark Henry so einen harten Konter da hinlegt. Und eine Powerbomb mit dem DDT kontert. Als könnte der sowas, ey, Leckfett. Das gibt's ja gar nicht. Geile Sache, ey. Geiler Konter hier von Mark Henry. Jo, aber das wäre mal wieder super, wenn der Khali mal wieder so ein bisschen zurückkommt in sein altes Image, wieder alles platt macht, wieder der Badass ist, wieder der Heel. Das ist natürlich viel besser, als da irgendwie rumzutanzen und mit Hornswoggle Tag Team zu machen. Wahrscheinlich gefällt das dem Great Khali auch besser. Weiß es seinen richtigen Namen nicht. Wahrscheinlich heißt er sogar noch Khali oder sowas. Der Kollege, oh scheißen Dreck, jetzt kontert der schon wieder hier. Ey, fuck. Oh, scheiße. Haha, wir stehen schon wieder. Ui. Uiuiui. Ui. Der konnte durchgehen, dieser Mark Henry. Der ist ja. Ah, der ist ja so schlimm wie Mick Foley, der Kerl. Jetzt, ah, komm. Oh, fuck. Wir müssen. Oh, nein, nein, nein. Oh, nicht über die Stahltreppe, ey. Nicht über die Stahltreppe. Oh, fuck. Ich hab gedacht, ich würde noch. Ich wollte ihn eigentlich ganz normal angreifen, mit einem ganz normalen Angriff. Und dann fängt er an zu rennen und ich mache den geilen den geilen Angriff. Übrigens, es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass Stone Cold Steve Austin mal wieder zurückkommt. Ich dachte immer, die Chance wäre bei 0%, weil der in der Hall of Fame ist. Ich dachte, wenn jemand in der Hall of Fame ist, dann kommt er nicht mehr zurück. Also außer irgendwie mal so, weißt du, hier so ein paar Matches, wo er da mitmacht oder was. Oder ins Royal Rumble mal reinkommen oder so. Aber gut, wenn Steve Austin in den Rumble geht, dann gewinnt er auch. nee. Aber mein Kumpel, der sich da wirklich ja mehr auch mit den Hintergründen der WWE und so beschäftigt, hat gesagt, Steve Austin würde gerne nochmal in den Ring zurück und wäre eigentlich auch bei dieser Raw 1000 Show damals dabei gewesen. Ja, nur das ging damals nicht, weil da hat er Krücken und mit Krücken wollte er nicht in den Ring kommen. Oder irgendwie sowas, hat mein Kumpel da erzählt. Jo, weiß jetzt nicht, kann euch natürlich jetzt hier kein 100% geben, aber so wie es aussieht, will Steve Austin wirklich nochmal zurück in den Ring. Wäre natürlich super awesome. Noch ein weiteres Mal Steve Austin gegen The Rock, WrestleMania, das wäre einfach nur awesome. Kann man nichts anderes sagen. Was natürlich ebenfalls, was
vielleicht, ja, ja, kann man schlecht mit vergleichen. Aber auch super awesome, mega fett awesome, geil wäre, warum ich jetzt dreimal awesome gesagt, keine Ahnung. Egal, hat auf jeden Fall super awesome wäre, wenn Goldberg jetzt zurückkommen würde. WrestleMania 30, Goldberg gegen Ryback. Das wäre einfach nur geil. Das wäre richtig fett. Goldberg gegen Ryback. Aber gut. Ist natürlich unwahrscheinlich wie scheiße, aber... Boah, halten. Das war eng. Ist natürlich total unwahrscheinlich, aber egal. Ich wäre natürlich eine super geile Sache, wenn jetzt Goldberg zurückkommen würde und dann Ryback fetzen würde. Ich finde Ryback zwar cool, aber der einzig wahre ist dann doch Bill Goldberg. Bin großer Bill Goldberg-Fan. Bam! Stunner, Bitch! Ja, aber das wird wohl eher nicht passieren. Aber bei Goldberg ist es auch nicht so unwahrscheinlich, dass der für immer weg ist. Der hat auch schon mehrmals gesagt, dass er sich durchaus vorstellen kann, nochmal in die WWE zurückzukehren. Jetzt schauen wir mal, ob das reicht. Nein! Mark Henry kann wieder aufstehen, kann sich wieder erholen von diesem Stunner. Hat jetzt aber schwere Probleme da mit dem Schädel und kriegt nochmal eine drauf auf den Hinterkopf. Ich habe auch alle Bill Goldberg-Filme gesehen. Jetzt wird einer denken, was? Bill Goldberg hat ja Filme gemacht? Ja, hat er. Ach nee, sorry, alle habe ich doch noch nicht gesehen. Sorry, sorry, sorry. Oh, scheiße, was kommt jetzt? Ist das der Finisher? Nee, ne? Hoffentlich. Aber wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich macht er gleich den World Strongest Slam. Ja, hat er noch. Jo, aber Bill Goldberg hat ein paar Filme gemacht. Der bekannteste, wahrscheinlich der einzige, der überhaupt irgendwie ein bisschen bekannt ist, Film mit Bill Goldberg, ist Spiel ohne Regeln. Ein super Film. Also, falls ihr Spiel ohne Regeln noch nicht gesehen habt, ein grandioser Film mit Adam Sandler, eben eine Komödie, geht darum, dass in einem Gefängnis Football gespielt wird und die Gefangenen spielen dann gegen die Wärter Football. Super Sache, oder das ist das Ziel des Films, sag ich mal. Super geil mit Bill Goldberg. Goldberg spielt mit, der Great Khali spielt sogar mit und Steve Austin spielt mit. Also der ein oder andere Wrestler ist da am Start. Dann natürlich Adam Sandler, Chris Rock spielt auch mit. Also eine richtig geile Sache und ein super witziger Film. Wer Wrestling-Fan ist, wird den mit Sicherheit mögen. Der hat jetzt zwar nicht so wirklich... viel mit Wrestling, also hat eigentlich gar nichts mit Wrestling zu tun, abgesehen davon, dass drei Wrestler drin mitspielen. Aber irgendwie kann ich mir gut vorstellen, mir gefällt der Film einfach nur wahnsinnig gut. Ich finde ihn so richtig klasse. Eine der besten Komödie ever. Was ist denn mit dem Kollegen los, ey? Der gibt nicht auf. Der gibt nicht auf. Also kann ich nur empfehlen. Und dann gibt es noch ein paar andere Filme mit Goldberg. Beispielsweise Santa Slay. Das ist so eine Art... Ja, es geht in Richtung Slasher, aber Slasher kann man es noch nicht wirklich nennen. Aber es ist eben so eine in Richtung Slasher gehende Komödie. Ist nicht unbedingt ein richtig guter Film. Aber wenn man Goldberg-Fan ist, kann man sich den anschauen. Heißt Santa Slay. Und dann gibt's noch Halbtod 2. Auch ein Film mit Goldberg in der Hauptrolle. Der hat noch bei ein paar anderen mitgespielt, wo man ihn dann nicht so wirklich gesehen hat scheinbar oder was, keine Ahnung. Die habe ich nicht gesehen. Aber da spielt er auch mit. Auch ein ganz passabler Film. Den kann man sich eigentlich auch nur geben, wenn man Goldberg-Fan ist. Ansonsten ist der dann, wäre der dann nicht so gut. Aber mir hat er ganz gut gefallen als alter Goldberg-Fan. Genauso wie mit The Rock. Ich habe, The Rock hat ja auch diese ganzen Disney-Kinderfilme gemacht. Wie zum Beispiel diese Jagd zum magischen Berg, so natürlich, oh Gott. Der erste und dann gab es ja auch noch einen zweiten. Die Reise zur geheimnisvollen Insel, genau, und ich habe beide tatsächlich gesehen. die waren jetzt nicht so gut. Selbst als The Rock-Fan, ja, also wenn ich kein The Rock-Fan gewesen wäre, wären sie richtig kacke, richtig scheiße gewesen. Aber so, als The Rock-Fan konnte man sich die eigentlich geben, finde ich. Hab's da angeguckt. Ich werde auch noch die Zahnfee hier, werde ich auch noch gucken irgendwann mal. Als The Rock-Fan muss ich das einfach gesehen haben. Und, So. Und hier sollte jetzt wirklich so langsam mal Feierabend sein. Oh, jetzt geht er auch noch raus. Und Steve Austin, der hat richtig viele Filme gedreht. Das wusste ich gar nicht, bevor ich mich da mal bei IMDb ein bisschen erkundigt habe.
Der hat wirklich mehrere Filme gedreht. Da habe ich jetzt auch... Ich glaube, ich habe bisher nur einen einzigen gesehen, oder? Bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Auf jeden Fall hat der mehrere gedreht. Unter anderem auch noch mit Dolph Lundgren, glaube ich, war es. Einmal mit Donnie Trejo. Also unter anderem auch noch mit ein paar anderen relativ Bekannten. Und einen Film habe ich, wie gesagt, gesehen. Und zwar ist er Die Todeskandidaten. Und das ist wirklich ein guter Film. Also ich fand den richtig gelungen. Und nicht nur, weil Steve Austin mitgespielt hat. Als Steve Austin-Fan muss man den gesehen haben, Die Todeskandidaten. Und allgemein kann man sich den eigentlich anschauen. Also ich finde, das ist ein richtig guter Film. Da geht es darum, dass so ein Typ eine Internet-Show machen will. Also eben live im Internet übertragen will. Und zwar geht es darum, dass 10 Todeskandidaten, also 10... Oh, Shawn Michaels schon wieder. Mit der Brechstange. da wird wohl... entsteht hier eine Fehde, meine Damen und Herren. Steve Austin gegen Michaels, das wäre mal awesome. Das wäre awesome. Naja. Jo, noch kurz zu den Todeskandidaten. Also das sind... Da werden 10 Strafgefangene, die zum Tode verurteilt wurden, auf einer Insel freigelassen und müssen sich gegenseitig abschlachten. Und der Gewinner, also wer als letztes überlebt, der wird freigelassen. Also dem schenkt man die Freiheit. Das wird eben live im Internet übertragen. Und ja... Also, ist ein guter Film. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Heißt Die Todeskandidaten. Und ja, Steve Austin hat sozusagen die Hauptrolle. Gut, das war's soweit von mir. Ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. War jetzt ein bisschen länger, da Mark Henry einfach nicht aufgegeben hat. 3 Stunner haben wir ein bisschen geben. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, bleibt dran und tschüss.